Chill Mode. Nee, ohne Chill. Ein bisschen Herausforderung darf schon sein. Dialog hat es wohl nicht gereicht. Hm. Ich höre eh nichts, lustigerweise. Also, hast du mich gemutet? Fast noch einen Stress, so schnell wie die Pflanze wächst. So, jetzt passiert ja noch nichts. Schau, die haben Blütchen.
Da bin ich doch mit dran. Perfekt! Ich bin immer besser beim Weedcraft als Weedformer. Qualität ist jetzt nicht so dolle.
Die hat man das schon halbwegs im Stress mit so vielen Pflanzen. Na schau, es ist runtergegangen. Schau, es nimmt das gleich aus dem Inventar. Nicht schlecht. Reicht das jetzt aus oder mehr? Der Preis geht runter, aber es soll ja an sich auch nichts sein, oder? Hm. Ist es der Anzahl vom Verkauf? Der Kampfpreis. Durchschauen tue ich es noch nicht. Thank you.
ist der Gärtner, wenn man ihn braucht, oder? Der klassische Jose. Richtig, hier so sehe, ist der Verkauf eigentlich quasi automatisiert. Ich muss mich ja nicht wirklich um was kümmern, außer dass ich Skill bin. Ja, nicht zu viel wegnehmen, weil sonst ist ja gell, nicht, dass wir sonst so einen Rasenschnitt verkaufen müssen. $36, das ist ja nix. Sowas ruft ihr mich zu Wort. Schlag alles verkauft. Dann hilft ja, dass das nur, dass es schneller wächst, der richtige Schnitt. Scheißegal, sind ja nur 5000. So viel zu Themen, jetzt haben wir noch eine. Okay.
Karte entstanden ist. Sache natürlich um einiges interessanter. Wo sich darum kümmern muss, in welchem Düngerverhältnis das sein, welcher Verhältnis der Dünger so richtig ist. Offensichtlich sind wir zu billig. Wenn ich mir das anschaue, das Zeug geht weg wie nichts. Geld verdienen. Langsam würde ich das noch spannender werden, weil so ist es einfach ein Klicker-Simulator. Fliegputzer sind ja 20 Klasse. Wie viel ist? Common Quality.
vorne links hast du die ganze Zeit was zum Ernten. Gesagt hat. Stimmen wir einfach die Verteilung nochmal um. Vielleicht bringt sie was. Ah, da steht da. Duty Optimal Conditions. Mhm. Unten. Was passiert uns da drauf? Das ist eine ziemlich Spielerei. Hat er noch Research?
sich. Hier steht, dass die und es macht alles wie, es ist alles wichtig bei den Pflanzen, dass sie perfekt wachsen. Ja, du musst den Verkehr stimmen, die Temperatur und die Feuchtigkeit bestimmen. Nein. Quellen, die können nicht mehr genug verkaufen. Ne? Das sind immer nur ein paar Gramm, wir haben alles auf Lager jetzt. Ach, Alter. Wie, kann ich das jetzt halt dauernd machen? Das ist irgendwie idiotisch. Das sind aber gute Penner, die $750 bringen. Ja, dann natürlich ein Kauf, dann einfach Verkauf. Da. Stimmt's. Eingestellt.
Back in one wreck. Weil keines mehr da ist. Alles verkauft. Oh. Kann ich mal aufrüsten. Komisches Spiel. Meinst du Kusch? Sollte man jetzt die vierte nicht anbieten können, das ist irgendwie schon etwas, naja. Sechs gehen noch ab, echt. Ah.
Weedcraft. Eiskalt mitten drin umgetopft, oder? Dass der Pflanze so gut gefällt, ich weiß nicht recht. Geht schon. Ich check's nicht. Ich komme auf 3,5 Sterne. Hier sagt er dann: Adjust the quality and price of Super Lemon Haze in the marketplace. Chucks rated with at least 3,5 stars. Super Lemon Haze. Ist das besser gewachsen, so oder so? So, geht rid of Chance Budget, macht es getwittert. Yeah.
Moment, da muss er. Hallo. Wir versuchen wieder Gras anzubauen. Wo? Im Spiel. Was sonst? Weedcraft Inc. Da sieht man nicht, was ich will. Warm, andere zu kalt. Brauchen mehr Stockwerke, ich kann hier nicht alles temporieren. Hier gibt's nur das feinste Kreischen. Es ist eigentlich recht interessant. Man muss so das schauen, dass man das irgendwie hinbekommt. Hallo, hallo. Hallo. Ich muss auch die Pflanzen mit der richtigen Düngerquote einstellen. Okay. Damit nachher da schon schnell ein Busch rauskommt. Die Frage ist, auf was ich gehen soll. Ich glaube, ich werde dann trotzdem auf die anderen beiden gehen. Und gut oder nicht gut?
Naja, es ist sehr klickintensiv. Okay. Ich spiele jetzt das Planet Zoo. Also das ist so umfangreich, das glaubst du gar nicht, ey. Bist du immer noch krank? Nein, ich habe jetzt Urlaub die Woche und ab Dienstag gehe ich arbeiten. Puh, wen stellen wir denn ein? Lydia, was sagst du so Lydia? Was kann die? Ein Stern. Ah, da hier ist das Growing. Was ist das? Verkaufen. Ah, dann warte, dann schauen wir, ob wir Verkäufer haben. Der Herr, der billigste. Mark Hushquire. Das ist das letzte. Interpersonal. Skill Effect. Dann nehmen wir den Verkäufer. Mir geht das ehrlich gesagt ziemlich am Arsch, dass ich da und hier dran drücke. Hier einstellen. Da ist schon drin. Unten links. So, jetzt sollte der eigentlich Geld machen für uns. Wo ist Harald? Darfst du raten? Der ist schon wieder überfällig. Ah, der ist am Kochen oder was? Der ist schon wieder überfällig. Der ist schon wieder eine Viertelstunde zu lang unterwegs. Ja, aber was kocht der denn da? Oder was macht der? Der guckt schon irgendwelche Pornos an. Pflanzi. So, jetzt sollte sie sich um die Pflanzen kümmern. Süße, die kümmern sich um zwei Pflanzen. Das ist irgendwie sehr schwach von dir. Wenn ich mich um die restlichen kümmern muss, bin ich dann nicht wirklich überzeugt davon. Hm. Das ist doch, weil ich eh gesagt habe, wir brauchen einen Gärtner. Und ich will José haben. Wir brauchen José. Weil alle gute Martin. Gärtner heißen José. Okay. Aha, die schneidet die Pflanzen auch schon. Ja. Nicht schlecht, oh Gott. Ein ganz schöner Verschnitt wahrscheinlich nachgekommen. So, jetzt zurück. Ernten sie auch? Glaubst du, ernten sie? Tatsächlich, sie erntet. So, dann müssen wir die Pflanze jetzt umwenden. Auf. Change, change, change. So, erst zurück. Was? Nein. Für die Pflanze entfernen. Was war da vorher hier? Okay. Was war das noch? GDP. Wollen wir jetzt mehr Pflanzen im GDP oder nicht? Das bin ich verwirrt. Das passt nicht sonst zu unseren Ventilator. Super Equipment, das ist doch eh. So. Wenn der Busch jetzt endlich mal gewachsen würde. Ey, habt ihr gewusst, dass es einen Sonnenberg gibt? Nö. Jetzt wisst ihr es. Südamerika, oder? Ja, Südamerika. Wir
richtig überzeugt bin ich von unseren Mitarbeitern nicht. Musst du trotzdem noch selber verkaufen oder was? Ja, weil das so langsam ist. Heide. Arbeiten kann. So, ich bin auch Oh. Nice stream. Wow. Oh, higher libido. 12.000, kaufen wir die, ja? Die ist hübsch, die Pflanze. Mhm. Stellen wir unsere ganze Produktion auf. Skillpoints kaufen. Er wird nicht zu schnell aufmerksam werden. Ist das wichtig? Wie schlimm sind das denn überhaupt? Ja, es riecht halt danach. Er hat gesagt, es riecht wie ein also hier kommen haufenweise Leute vorbei oder es riecht wie ein befahrenes Stinktier. Das Gang ist aber auch System bekommen, damit es von außen nicht so schaut. Wir können natürlich schauen. Hipster.
Findet ihr 50 Cent zum Pissen gehen viel im Zoo? Kannst du da Gutscheine geben? Nein, Gutscheine gibt's ja keine. So, warum ist Geld? Das einstellen. Ich habe leider keine Slotspende mehr. Okay. Ja, du musst halt wirklich wieder mich verkaufen, sondern. Müssen hier irgendwas einbauen. We don't have enough space for this activity, hä? Huh? Wir müssen noch einen Raum noch mieten, oder was? Haben bauen. Die werden bekommen Skillpunkte, das ist nicht schlecht. Da ist ein Dollarzeichen. Rechts. Wo Ausrufe. Ich kann die da nicht hinsetzen. Warum ist das nicht? Noch irgendwie perforiert. So, und die Polizei bald nicht ganz in Rot schon. Ja. Ich geh nochmal auf Außenansicht. Soll ich hier was machen? Ach so, hier. Ich will ja keinen Dealer hier haben. Wir wollen ja was anderes anbauen. Teeraum. Pizza wäre natürlich besser. 15.000. Wie kann man das hin? Das ist schon okay. Scheißegal, wollen wir mal die Pizza hin? Ah, die Teeraum.
Ich hol mir jetzt Zwergflusspferde. Das ist aber cool gemacht, Stefan. Wenn ich das Geld hätte, würde ich dir kaufen, ey. Okay. Das ist wirklich, wird dir gefallen. Das macht dir, glaube ich, Spaß, sowas. Weil es auch sehr viel Wirtschaft ist. Also bauen und sowas tust du ja eigentlich weniger. Ja. Du bist eigentlich nur am gucken, dass die ganze Kacke hier irgendwie am Laufen ist, ey. Und du kannst hier ein richtiges Zuchtprogramm machen, gell? Das ist cool. Also so ein richtiges Zuchtprogramm. Also, warte mal, ich mach das hier mal auf Pause, dann kann ich dir erzählen. Also, du holst ja am Anfang, gell, hast ja wenig Geld und holst dir jetzt zwei Pfaue, ja? Männchen, Weibchen. Okay, machst es gegen, setzt da rein, wunderbar, die kriegen Kinder. Die kriegen dann auch Kinder, aber die dürfen sich nicht untereinander paaren, also von der gleichen Dingsbums, weil sonst werden die, weil du hast hier Immunität, Fruchtbarkeit, Größe und noch irgendeinen Scheiß, ja? Und das geht dann runter. Und Lebensdauer, die geht dann runter, wenn du Inzucht betreibst. Und du kannst die dann... Und du kannst die nicht einfach so wegschicken, ja? Also du kriegst ganz wenig Punkte dafür, wenn du die freilässt. Okay. Okay. Und dann hast du hier natürlich auch richtig gute Tiere. So Panda und alles mögliche. Also, und ich habe auch noch die DLCs, da kriegst du richtig gute Tiere. Und dann kriegst du halt auch richtig Punkte und Asche für, wenn du die verkaufen tust oder wenn du sie abgibst, ja? Mhm. Man muss auch aufpassen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, musst du mehrere Gehege machen und dann immer einen guten dazu holen, dass der sich dann wieder mit dem anderen paart. Und so kannst du, denke ich mal, die dann richtig hochzüchten. Okay. Denke ich mal, ich weiß es nicht. Ich bin noch nicht so weit. Und ständig geht dir hier irgendeiner auf die Eier, ey. Irgendwas ist immer. Der eine kommt hier nicht rein, warum nicht? Wer bist du überhaupt? Ah. Und ihr beim Forschen, gell, da weißt du nicht, was du als erstes forschen sollst. Und hier gibt es 20 oder 25 Krankheiten, gell. Okay. Wo du, jede muss davon frei, oder forschen, wenn die krank werden, dass es nicht gleich hops geht. Und dann hast du noch für die Tiere, für jedes Tier kannst du nochmal 5 Punkte frei forschen. Und dann kriegst du ein anderes Essen, andere Gehegesachen. Auch ein Gehege kannst du noch mal forschen, ja? Okay. Noch in so einem anderen Menü. Ey, das ist wirklich schon geil gemacht. Das macht Spaß. Nur ich bereue es auf Mittel habe. Ich hätte es auf leicht machen sollen. Muss doch ziemlich viel denken und gucken und... Ach, und wenn du zu wenig Ambiente hast, sind die Leute angepisst. Also die Besucher. Du musst halt auch gucken, dass du deine Besucher auch noch bei Laune hältst. Also da kannst du nichts verbringen, ey. Und was ich leider sagen muss, stellenweise ist es auch buggy. Okay. Also, aber was ich festgestellt habe, was geht, ist, wenn du das dann speicherst und es nochmal neu laden tust und dann ist wieder gut. Weil stellenweise haben die das irgendwie schlecht programmiert, wenn zwei Gruppen auf einem schmalen Weg laufen, ja, dass die aneinander vorbeilaufen. Das kriegen die nicht hin und blockieren einfach alles. Ja, und dann hast du da einen riesen Stau drin. Deswegen immer breite Wege bauen. Laune Möglichkeit. Ich habe ja mich entschieden, also du kannst vordere, also so ein Geschäft vorne machen. Da habe ich jetzt eine von meinen Pflanzerinnen, habe ich zum Tee ausschenken auch noch zusammen. Die sammelt dann, damit wir die noch unauffälliger bleiben. Dass keiner weiß, wo wir unser Zeug bauen.
Und da gibt's Hanftee oder was? Hahaha. Tja, kannst du alles haben. Leider wird da irgendwie nicht so wirklich ausgeschenkt anscheinend. Was? Prost. Verklickt und versehentlich ein Taxiunternehmen eröffnet. Scheiße, das. Der fährt mit den Preisen rein, ach der Scheiße. Ach, weißt du, was es hier auch noch gibt? Diese Terrarium. Mhm. Da kannst du Eidechsen, Spinnen oder irgendwas, ja? Ja. Und dann musst du halt das Gehege, du musst sie züchten und alles mögliche. Also wirklich, das ist schon... Weil das glaubst, ich glaube, das gab's so noch nicht. Mit Terrarien, die du selbst bestücken kannst und all sowas. Also fällt mir jetzt kein... Nee, ja. Die du selbst bestücken kannst. Mega Aquarium war zum Beispiel so eins. Wo du die Fische da einzeln reinsetzen konntest? Na ja. Ja, aber ich rede nicht von Aquarium, sondern Terrarium. Also hier gibt's kein Aquarium, das finde ich schade. Vielleicht bringen sie nochmal ein richtiges DLC mit Aquarien raus, das wäre cool. Wo du so Salzwasserfische oder sowas drin haben kannst. Das wäre noch schön. Ich habe euch gerade mal einen Screenshot gemacht, den wollte ich euch gerade mal zeigen. Aber warum kann ich nicht mehr Angestellte haben? Das ist irgendwie schwach. Wieso habt ihr hier rosa Tastatur und sowas drin? War Kim da oder was? Nee, hm. Ich hab durchgeschaut. Das ist, die ist nicht geil, die rosa Tastatur. Ich weiß, was? Der Stuhl ist auch geil. Ja, also, weil, wenn du dir. Ja? Harald ist irgendwie, der hat die PC endlich zusammengebaut und da sind drauf gekommen, dass die Tastatur nicht geht. Hm. Aber ist eh dann. Soll sich eine neue holen. Die kosten eh nichts. Und es schadet sowieso nie, eine Ersatz-Tastatur zu haben. Ja. Weil, wie jeder in der Vorbranche weiß, es bricht immer am Freitag. Kurz 5 Minuten vor Ständeschluss, gell? Das ist immer so. Müssen wir das mal echt zulassen. Kannst du nur Gras machen oder kannst du auch Kokain und sowas kochen? Kochen. Gras, glaub ich. Gras. So, 7, 7, 1. Du musst den Dünger richtig einstellen. Und Temperatur und Feuchtigkeit müssen auch halbwegs passen. Dann ist es im Dings einfacher. Das was ich so mal ja, genau. Aber ich hoffe, ich muss nicht mal schauen, ob ich vielleicht nicht noch was reinpatchen kann. Ach, da gibt's ja auch noch so Mikrofone, nicht Mikrofone, so Boxen, gell? Mhm. Einmal kannst du diese so einstellen, oder gibt's verschiedene, also eine gibt's. Wo die dann halt eben getüttelt werden, was die Tiere so machen und sowas, weißt du, so in Dauerschleife. Okay.
dann gibt's irgendwelche komische Musik und dann gibt's noch, das finde ich saugeil, da kannst du einstellen, ob das jetzt so Waldtiere oder irgendwas, ja, so wie es halt eben so im Wald sich anhört oder in den Tropen oder so, ja. Kannst du auch nochmal einstellen, das hörst du nachher auch auf den Kopfhörern, wenn du dann darüber scrollst. Okay. Finde ich cool gemacht. Also den Valheim-Mod gesehen, den ich dir geschickt habe. Der mit dem Dings. Warte. Wo hast du denn auf Steam, gell? Warte. Ja, ich habe mir angeguckt, ich wusste nicht ganz genau, was das ist. Warte. Achso, Item Drawers. Da hat einer einen Schranktyp programmiert, wenn du die Items reinlegst, wird das Piktogramm dargestellt. Genau das, was wir wollten. Boah, mein Rechner ist so dumm, ey. Will der jetzt von mir? Ach, du hast mir Link. Ach, du hast mir das Bild nicht geschickt, sondern. Ach so, okay. Ah. Ist ja geil. So Kisten, wo draufsteht, wie viel von dem Zeug drin ist, oder was? Kann man auch haben, ja. Das ist der andere Mod, das muss man, kann man aktivieren. Ach, guck mal, wie schön der oben die Dinge da hat. Hast du gesehen oben links? Die Icon. Also, ja. Ey, geil. Cool. Schön. Ich glaube, da hat eine Zeit lang gebraucht, um das zu programmieren. Ey, wie geil. Ey, da kam ich gar nicht drauf. Hast du gesehen, was er mit den Fenstern gemacht hat? Hat er so Dinge, Zäune hat er da reingesetzt. Naja, das machen viele. Ja, das sehe ich jetzt erst. Cool. Ich spiele das erst wieder, wenn es flüssig läuft, ey. Aber wenn man das als Singleplayer spielt, hat man nicht die Probleme, hast du gesagt, gell? Schade. Ja, aber das Spiel spielt man ja, so wie du auch gesagt hast, das spielt man eigentlich im Multiplayer und nicht alleine. Und wenn du alleine spielst, dann spielst du 2-3 Wochen, hast du sowieso die Schnauze voll. Schau mal, Chris, jetzt läuft fast automatisch. Mhm. Level up. Das kannst du. Bau besser an. Bitch. Noch ein Punkt. Ich will mehr Geld. Ja, das Problem ist einfach, dass das irgendwie schon schwach ist. Ich meine, die Pflanzen liefern nur knappe 50 Gramm. Das ist ein bisschen wenig. bei Drogen-Dingsbums da hast du 500 Kilo rausgekriegt. Nee, Quatsch. 300 Gramm oder so. Oder 350 Gramm. Ja, genau. 300 Gramm. 300 Gramm aus einer Pflanze, genau. So war das gewesen. Hast du nochmal gespielt? Ja. Ich hab momentan so viel Spiele runtergeladen. Willst du mich verarschen? Wie viel Geld willst du, Bitch, denn? Hier, 800. Ja. Das mache ich doch auch. Jetzt habe ich den Gehalt vervierfacht. Wehe, du kümmerst dich jetzt nicht anständig um meine Pflanzen, Bitch. Aktion. Ich will um jeden Scheiß kümmern, ich mal. Wir haben schon die Besten. Kannst du nicht einen Vorarbeiter einstellen, der dir die Sachen abnimmt? Das wären ja gerade die zwei. Das sind zwei Frauen. Vielleicht den nächsten Mal schicken, ne? Weißt du, was mir. Jetzt habe ich sie endlich auf Level 3 von 5 beim Farmen. Farming, dass sie endlich mal was reißt. Das hat sich wirklich geil gepasst. So. Weißt du, was mir heute passiert ist? Ich habe jetzt gemerkt, dass ich fett geworden bin. Ich habe die Hose nicht mehr zugekriegt. Scheiß 2 Monate zu Hause, ey.
Boah, ich bin richtig ein Dickerchen geworden, ey. Ich hab gar keine Selbstbeherrschung. Nö, nö, nö. Was ist denn das? Selbstbeherrschung, ey. Genau. Abwartig. Genau, ich gehe sowieso am Montag oder am Dienstag wieder arbeiten. Glaub mir, dann nehme ich ganz schnell wieder ab, ey. Aber nur am Bauch, ey. Nix an den Beinen oder so ein bisschen irgendwo anders, da nix. Nur am Bauch. Sieht aus wie ein kleines Klößchen, ey. Also wirklich, ich musste richtig die Luft anhalten, ey, dass ich die scheiß Hose zukriege, ey. Aber ich geh mal in den Raum. Bis gleich. Das Hauptproblem ist, dass wir nicht genug herstellen können. Egal wie wir es drehen können. Will der auch wieder, der ist der Idiot. Der Russland braucht zum Verkaufen. Das ist einfach alles irgendwie nicht so wirklich befriedigend. Der hat natürlich auch keine Skills noch nicht mehr verkauft. So, da wird ein Skillpunkt. Vielleicht wird er jetzt schneller. Oh ja, schon viel schneller. Oh. Warten, hab ich eine Cola. Das ist irgendwie schon ein scheiß Platz. Der hat nur 3 Slots, also das ist wirklich sehr wenig. Es ist überhaupt alles sehr wenig. Also dafür, warum soll ich nicht mehr Leute haben? Das ist irgendwie dämlich. So.
fressen uns echt alles weg. Schau dir das an, das ist so brutal. Und waren die Bullen schon da? Ja, schon. Aber haben nichts bekommen. Es ist halt wirklich ein Problem. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt zu erwarten. Das ist. Egal wie viel Gras wir anbauen, das läuft weg wie nix. Und der Gegner, ich muss mit dem Preis runtergehen. Weil der Gegner uns sonst die ganzen Kunden klaut. Kannst du das Netz strecken? Nö, gar nichts. Ich kann es nur anbauen und verticken. Parallel dazu muss man diese Kack-Polizei-Polizei-Residenz immer haben. Weil das ja auch hier alles irgendwie ja, recht dämlich ist. Ich verkaufe ja quasi nichts und. Sehr wenig. Die Bullen stehen trotzdem vor der Tür. Also ich kann gegen die Gang nichts ausrichten, weil die. Ich bekomme nicht mehr genug hin. Ich kann nicht mehr genug anbauen. Ich glaube mir das quasi erst in der Hand. Ja, das hat mich so manchmal von der Tür gehalten. Wollen selbst die Bullen schon geschmiert werden. Stunden braucht, wenn wir mal. Das ist so ein Schnarcher. Thank you.
Boden drüber lag. Hallo? Alles nicht besser. Los. Es wird. Es ist nur noch mehr Klicken und noch mehr Klicken und noch mehr Klicken, aber es wird nicht besser. Also es ist für den kaum mehr Geld. Ey, da muss die Mäuse, die du eingestellt hast, mal auf den Strich schicken. Das wird wahrscheinlich mehr bringen als das, was ich hier treibe.
Schau, läuft gut. Machst jetzt Geld oder was? Ja. Wie das? Ja, ich habe ja vorher nicht so nur schwer investiert, wo Chris meinte, ich bin fast pleite. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, was beim Market eigentlich am besten ist. Eigentlich sollte ich glaube ich umziehen, aber. Der Marktplatz ist einfach kacke. Zum einen, weil wir zwei gegeneinander kämpfen und zum anderen, weil wir nur drei Plätze haben zum Verkaufen. Wir können nur drei Produkte verkaufen. So. Schmeißen wir das weg und da bauen wir noch das Zeitungsstand hin. Mit dem Zeitungsstand sollten wir eigentlich strategisch in der Lage sein. Unsichtbar zu machen. Ich glaube, es wäre auch besser gewesen, wenn ich mich auf einen Stream verstärkt hätte. Ja, macht Sinn. Ich habe drei Pflanzen. Das Problem ist nämlich, jede Pflanze hat unterschiedliche Bedürfnisse natürlich von dem Verkäufer. Kannst dich jeden Dreck verkaufen, leider. Das mit den Einstellungen finde ich einfach nur lästig. Dass ich nur drei Leute haben kann. Soll ich nur drei Leute haben? Das ist irgendwie schon dämlich. Kann doch denen wurscht sein, ob ich 20 oder 200 habe, oder? Solange ich sie bezahle. Sich entscheiden, wie viel man auch eingreift in das Ganze. Ja. Bei den Skills ist es ein bisschen schwach. Das sind wir alle im Team. So, jetzt hallo. Hallo. Alles irgendwie so darauf ausgelegt, dass du selber überall handgreifen musst. Und das ist also du machst außerdem nichts, dass irgendwelche Symbole klicken die ganze Zeit. Mhm. Das ist halt schon irgendwie extrem lahm. Wo ist der wieder drin? Ich hab doch den gesagt, dann sollen sie nicht mehr verkaufen. ND, GDP. Thank you.
die da hinten ein rotes Ausrufezeichen. Ja, da wird es. Ach, was mache ich denn? Nicht der nie GDP, GDP muss man. Ist abgehauen. So. Stellt man uns total auf GDP. Ach ja, ey, das ist ein Bug. Nee, doch nicht. Nee, sah nur so aus. Schade. Ja, da hab ich mich schon gefreut. Wo wird das Handy hingetan? Flip aus. Entschuldigung. Ай-яй-яй.
würde jetzt gleich mehr Geld verlangen, weil er so schnell ist. Der ist nämlich so viel Ausrufezeit. Ah, der Level Up. Irgendwie, da ist überhaupt kein Balancing drin zwischen dem, was sie wollen und was sie arbeiten. Ja, wie in Real Life, oder? Ja. Irgendwie muss die Kohle auch wieder mal reinkommen, die sie da jetzt wollen, aber das ist irgendwie schon. Aber jetzt geht's auch wieder, Joe. Noch mehr von GDP verkaufen. Wobei jetzt die Abnahmemenge auf einmal von GDP zu niedrig ist, schaut das an, das geht nicht weg. Wir produzieren mehr, als wir also verkaufen können. Jetzt sollen wir doch noch mal eine Pflanze umstellen. Da gab es davor noch eine andere Pflanze. Valhalla oder was haben wir gesagt? Die Valhalla Strain, das wäre die Aufgabe, die wir jetzt hätten eigentlich, wenn wir die Valhalla Strain holen. Was muss ich da machen? Ja, dann müssen wir dann die gefährliche Gang abluchsen. Entweder wir müssen Freunde werden, die uns zum Fliegen schicken, um sie zu stehlen. Oder sie kaufen, okay? GDP. Vorher war das doch immer, dass der Zähler kaum da oben ging. Jetzt auf einmal haben wir so scheiß viel, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin der Witz ist. So, das ist irgendwie schon. Ah, schau, sie hat den vierten Punkt erreicht. Sie kann jetzt richtig schnell anbauen. Schauen wir uns das an, wie das jetzt ausschaut. Schau dir den Zähler an. Ja. So, jetzt wird's. Wenn die arbeitet, zack, 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 zack. Der Verkäufer hat den Skillpunkt wieder halt. Wirklich wieder mehr Geld verlangen. Ja, sie auch. 400 mehr. Was? Von 800 auf 1200, die Gehaltserhöhung ist zu wenig, Martin. Was sagst du dazu? Was von 800 auf 1200? Okay, 400. Wir haben 50% Gehaltserhöhung, wo hast du denn das? Ja, würde ich mich auch freuen. Ja, jetzt hat sie 1400, damit hat sie sich zufrieden gegeben. Du hast wieder kein Geld auf dem Konto. Und dir kaufst es bloß noch für 90 Dollar ab hier, Alter. Das ist ja irgendwie, ja. Ja, es ist eh klar. Schau, jetzt kommt er wieder. Genau wie du gesagt hast. So, von 550 auf 800. War zu wenig. 900. Okay. Ja, von 500 auf 550 auf 900. Das ist verrückt. Wenn sie jedes Mal das Doppelte haben wollen, dann hätte ich einen Glückwunsch. Ja, eben, das ist ja 50% mehr. Was ist denn das für eine Gehaltserhöhung? Neu anheuern. Das geht's nicht. Und dann kommen die auch noch. Die ganzen Bullen wollen das Geld haben und dann musst du noch die ganzen Sachen kaufen und. Die ist schon wieder in Minus. Bis dahin. Wo sind unsere Pflanzen hinüber? Nie passiert. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe.
Ich geh rauchen. Ich bin krank oder was? Ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Nummer 5 ist. Du brauchst mehr Licht. Ja, die Lampe ist kaputt gegangen. Warum sagt es uns das nicht? Jetzt ist der ganze Fletsch im Arsch da hinten. Das ist auch, dass sie die nicht einfach umstellen. Wozu habe ich die angestellt? Hm. Natürlich verkaufen die jetzt nichts. Das ist auch ganz klar. So. GDP, jetzt wird's. Es ist irgendwie überhaupt nicht durchschaubar, was du anbauen solltest, weil. Das ist irgendwie so dermaßen unlogisch. Jetzt haben wir jetzt auf nicht mal 5 Sekunden, also lieber eine Minute, haben wir 1000, also 1 Kilo GDP verkauft. Wahrscheinlich war es so billig, dass der durch den Mittelsmann hat aufkaufen lassen. Rausgeholt, weil sie sich nicht gekümmert hat, oder wie? Ja. Extra war nämlich nicht genug. Fragst du dich ja schon bei den Verkäufern, den Rad abhaben. So gut ist er jetzt auch wieder nicht, dass ich den unbedingt brauche. Langsam hat sie die Pflanzen im Griff.
automatischen Trimmer für 53 mit 1000 einreden. Das wäre eigentlich schön gewesen. Also erstmal müssen wir das erreichen. Ist halt wirklich, welchen Strain wir am besten verkaufen. Der SLH hat sich eigentlich nicht so schlecht verkauft. Hm. Während der Maui Waui, der war eigentlich vom Preis recht hoch, aber die Qualität war scheiße. Hm. Weil wenn man so schaut, dass es super lämmert ist, könnte man Rarqualität produzieren. Damit kann man mit dem Preis ein bisschen hochgehen. Nur dazu sagen, nochmal wechseln. Hm. Weil er hat es ziemlich drauf mit den Pflanzen. So schnell kann ich nicht klicken. Mhm. Ich hätte auch den Preis, den mir bezahlt. Glaubst du, dass wenn ich drüben nochmal eines hinbaue? Damit klarkommen würde, dass sie hin und her springt, sich um die Pflanzen zu kümmern. Das ist zu viel. Das ist schon. Hm? Wieder der nächste Arsch, der von uns Geld will. Entschuldigung. Alles gut. Wo war die Temperatur zum Einstellen? Das war doch hier irgendwo. Bei Conditions, oder? Unten. Oder Setup. Setup oder Conditions, musst mal schauen. Oh, hier Conditions, hast du recht. Ja. Und wir wollten nicht das SLH anbauen. Es braucht 18 Grad. Hm.
kostet 2 Input etwa. Kommt rein. Jetzt, wo ich es auf den Markt gebracht habe, nehmen Sie das eh nie wieder her. Nein, die Hippies sind in die Stadt gekommen und waren zum Krieg geklärt. Das LH ist noch zu billig. Auf alle Karte im Studio. Oh je, meine. Gleich ist er wieder bereit mit Geld. Er will schon wieder mal Riebes ziehen. Ich muss Schluss machen. Jo, gut, na. Ja. Gut, na. Frau. Die kümmert sich jetzt um 2 Plantagen gleichzeitig. Okay. Meine treue Züchterin. Ein Skillpunkt fehlt ihr noch, dann ist sie dann kann sie perfekte Pflanzen züchten. Okay. Besseres Browser Game. Okay.
kommt schon die Marie rein. Verkäufer hat geweint, einer von der gegnerischen Gang hat ihn angesprochen. Mhm. Wird wahrscheinlich gleich wieder abhauen, die Drecksau. Warum gibt es eigentlich die logische Option daraus nicht, dass man ihn einfach erschießt, wenn er wechselt? Wollte ich ja auch gerade sagen. Normalerweise würdest du es machen. Das ist ja wirklich der. Das bilde ich ihn aus. Lass ihn hab ihn unter meine Fittiche genommen, hab bei mir gegessen und jetzt haut ab. Ja, aber im Real ist es so, wenn du wechselst, stirbst. Boah, das war bei dem anderen Spiel auch so beschissen, bei den Startup Panic. Da habe ich einen gehabt, den habe ich richtig gut ausgebildet, alle voll trainiert, gute Skills und alles. Und dann auf einen auf anderen, ohne Gehaltserhöhung, ich kündige jetzt, ich werde jetzt Koch. Was? Mein bester Programmierer haut ab, um Koch zu werden, ohne dass er mit mir darüber redet. Was seid ihr für arme Leuchter? Mm. Ein Bier gehe ich mir noch holen und dann gehe ich schlafen, ey. Ja, und Harald ist immer noch nicht da. Der kommt auch nicht mehr. Kennst du ihn noch? Ja, vielleicht auch. Was weiß ich. Das ist echt der Wahnsinn. Ich nehme $5,000 ein und muss fast 3.000 an Personalkosten für zwei Leute zahlen. Boah. Im Endeffekt und dadurch die Miete für die Wohnung, das bleibt gar nichts mehr. Das ist wirklich, es geht so langsam bergauf. Ja, kannst nicht Hartz IV oder sowas beantragen als Spieler. Ja. Ist doch normal. Und es ist echt komisch, seit ich das andere Zeug wieder eingeführt habe, von wann interessiert es wieder keine Sau. Es ist. Ah. Die sind so dumm. Weil es hat so programmiert irgendwie. Ja, das ist auch der Direktor. Ja, einer hat unser Zeug geklaut. Ich besitze einen Zeitungsstand dort. Was willst du da klauen? Die 200er, was ich für die Zeitung vielleicht da liegen habe, die kannst du auch Gott. Oh mein Gott, der hat meine Zeitung geklaut von Zeitung gestört. Ich bin jetzt total arm dran. Mhm. Und der Verbrauch zur Pflanze ist absolut irrwitzig. Wenn du bekommst bei der Pflanze jetzt mit bester Ausrüstung, was ich momentan habe, bekomme ich nur 90 Gramm pro Pflanze raus. Ach du Scheiße. Ja, sie kann den letzten Punkt. Sie hat es. Letzten Punkt. Das ist sowieso das, gell? Ich meine, wenn du jetzt mal. Chef, ich habe eine andere gut gemacht, gib mir 50% mehr. Das müsste eigentlich. Wenn das jeder mal machen würde, gell? Da wären auf einmal alles nur noch Experte. So, die verlangt 1400. Ich glaube, es reichen hier 2000. Nein, von 1400 auf 2000 ist nicht genug für sie. 2200. Immer noch nicht genug. 2500. Oh Gott. 2500, eine Person. Die kostet jetzt schon vierfach so viel wie der ganze Bürgerschuppen und deine Ausrüstung. Vielleicht darf man die Skillpunkte nicht setzen. Okay. Boah, die macht jetzt alles perfekt. Kommen jetzt höchstwertigstes Zeug raus. Okay. Muss
hier andere Z-Typen, das nur doch richtig auf die Straße bringen. Sowieso geil. Jetzt habe ich die Typen, die scheinbar am meisten von dem Zeug nehmen, von den SLH, sind die, die ich vom Game Studio habe ich einquartiert. Und jetzt rauchen die das ganze Gras, was da produziert wird, auf. Okay. Was, die rauchen dein Gras? Ja, und zahlen eh dafür. Aber okay. Pop-ups dauern, das ist auch irgendwie lästig. Ja, und was soll ich jetzt machen? Dass der Gegner ist jetzt da. Ja, und? Was willst du von mir? Wenn sie einen Keks freuen. Was? Unser Verkäufer ist abgehauen. Einfach so, weil, ja, du akzeptierst nicht mehr, wie du mich behandelst. Was hab ich dir getan? Du sollst verkaufen, nicht mehr! Oh mein Gott, er hat arbeiten müssen. Damit konnte echt gar keiner rechnen. Finde ich furchtbar. Absolut furchtbar. Nein. Arbeiten, inakzeptabel, sowas. Das werde ich manchmal auch erzählen. Das geht mal gar nicht. Arsch offen. Warum ist mein Gras hier so billig? Das ist aber auch richtig unlogisch. Auf der einen Seite kann ich verlassen. Da musst du nur über die Straße rübergehen, kostet das Gras 18 Dollar. Kann ich es verkaufen. Und hier kann ich es nicht mal für die 11 verkaufen. Doch, das glaube ich nicht, gell? So komischen Viecher, die ich habe, gell? Die den ganzen Tag am Jammern, dass denen so schlecht geht und alles ist kacke und die haben ständig Stress und sowas, ja? Okay.
Ja, jetzt haben sie ein Junges. Okay. Ja, vielleicht so Stresssex oder so, weißt du? Genau. Ich nicht, egal. Ist halt so. Ach, und ein Aquarium, ein Terrarium haben die auch Kinder gekriegt, wie Sau, ey. Scheiße, die sind sich am beschweren, weil da so viele drin sind. Der Verkäufer hat jetzt nicht in 5 Minuten 2 Levels gemacht. Der ist schneller wie der andere. Okay. Gleich wird er wieder kommen, dass er Geld will. Was für eine Scheiße.